Herzlich willkommen zu gar.tv. Wir machen heute einen Lammrollbraten am Drehspieß auf dem Gasgrill. Dazu gibt es Backkartoffeln vom Grill. Wie das Ganze gemacht wird, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Ich habe hier einen schönen Lammrollbraten vom Metzger, knappe 800 Gramm schwer, und den werden wir heute auf dem Gasgrill auf der Rotisserie zubereiten. Als erstes geht's mal ans Würzen des Lammrollbratens. Tja, und Lamm heißt für viele immer viel Kräuter. Ich halte ehrlich gesagt nicht viel davon, das Lamm mit 3 Kilo Rosmarin und einem halben Kräutergarten zuzuwerfen, sondern ich halte das am liebsten ganz einfach, wie man das Lamm am Spieß gegrillt in Südosteuropa, zum Beispiel in Kroatien, in Bosnien oder in der Herzegowina bekommt. Dazu nehme ich mir jetzt hier diesen Rollbraten und schneide die Haut so ein, wie ich nachher dann ungefähr die Scheiben schneiden möchte. Wir haben jetzt hier natürlich keine Schwarte, so wie beim Spanferkel, aber wir schauen trotzdem, dass wir auch die Haut hier möglichst ansehnlich und ein bisschen knusprig hinbekommen. So, dann nehme ich mir ein schönes kroatisches Meersalz, hier von der Solana in Nin. Und reibe den Lammrollbraten damit schön großzügig, wirklich großzügig von allen Seiten ein. Das soll reichen, mehr braucht es nicht, so mag ich mein Lamm am liebsten. Jetzt tue ich den Lammrollbraten noch schön zum Ziehen über Nacht in den Kühlschrank und morgen kommt er dann auf den Drehspieß. So, am nächsten Tag, der Grill ist bereits vorgeheizt und auf ca. 180 Grad eingeregelt. Als Beilage habe ich hier Kartoffeln. Die werden jetzt hier der Länge nach geviertelt. Bei den ganz kleinen reicht es auch, wenn man sie halbiert. Ein paar Knoblauchzehen kommen noch dazu. Dann werden die Kartoffeln in der Schale ein bisschen gesalzen. Und dann würze ich die hier mit dem Medicopter von McAllister's Outdoor Cooking. Eine wirklich sehr gelungene mediterrane Gewürzmischung für Dutch Oven, die am Grill natürlich genauso gut funktioniert. Wo ihr das bekommen könnt, schreibe ich euch noch in die Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr die Kartoffeln natürlich einfach so abwürzen, wie ihr gerne möchtet. Dann kommt noch etwas Olivenöl über die Kartoffeln. Und nun wird alles schön miteinander vermischt. Unser Lammrollbraten wird nun auf dem Drehspieß platziert, versucht das Ganze möglichst mittig hinzubekommen und möglichst auch nichts kaputt zu machen, was bei diesem kleinen Lammbraten hier wirklich nicht einfach ist. So, dann das Ganze schön fixieren. Und ab auf den Grill damit. In die Mitte kommt die Schale mit unseren Kartoffeln. Dann auf dem Drehspieß unser Lammrollbraten, der sich dann direkt über der Schale befinden sollte. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich benutze heute nicht den Heckbrenner, sondern die Hauptbrenner, und zwar zu Beginn tatsächlich alle vier, weil ich ansonsten die Bedenken habe, dass die Hitze von unten zum Garen der Kartoffeln nicht ausreichen könnte.
Die schalte ich dann später aber wieder ab und reguliere die Temperatur im Garraum dann nur noch mit den äußeren Brennern. So, und das ist auch schon wieder Zeit fürs Grillen hier. Heute gibt es eine Moserliese vom Arkobräu in Moos. Ein schönes, süffiges, helles. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Zum Wohl. Nach einer Stunde hat unser Lammrollbraten schon schön Farbe angenommen. Noch eine Stunde später sieht er schon richtig gut aus, ist aber natürlich noch lange nicht fertig. Wir grillen den Lammrollbraten noch so lange weiter, bis wir bei einer Kerntemperatur zwischen 60 und 65 Grad rauskommen. So sieht unser Lamm nach 3 Stunden aus. Ich habe jetzt den Heckbrenner angeschaltet, damit wir eine möglichst knusprige Haut bekommen. So, und nach ungefähr 3,5 Stunden ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht. Und auch die Haut sieht so aus, wie ich sie haben wollte. Also nehme ich den Lammrollbraten jetzt vom Grill, dann kann er noch ein paar Minuten rasten und dann können wir anschneiden und essen. So, und schaut euch das an, das sieht doch wirklich sehr gut aus. Schön saftig, außen weitestgehend knusprig, so wie ich es haben wollte. Dazu die Kartoffeln, etwas Couscous-Salat und noch ein paar kleine Lammlachse, die auch noch mit weg mussten. Alles in allem wirklich super. Lamm ist ja nicht jedermanns Sache, ich mag es wirklich sehr gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.